Mal ein ganz anderer Themenbereich, Musik, Timing. In der Technik ist die Zeit sowohl kontinuierlich als auch diskret definierbar. In der Musik ist sie zumeist diskret. Wir haben einen Takt, der kann unterteilt werden, entweder binär, halbiert, dann nochmal halbiert, es gibt die Viertel, dann nochmal halbiert, gibt die Achtel und so weiter. Kann aber auch gedrittelt werden, es gibt dann die Triolen. Da will ich gar nicht so im Detail drauf eingehen, soll auch wiederum nicht zu theoretisch werden. Kurzer Hinweis vielleicht noch auf den Begriff BPM, Beats per Minute. Das sind Schläge pro Minute und als Schläge interpretiert man meistens, nicht immer, aber meistens die Viertel. Bei 120 BPM dauert die Viertelnote 500 Millisekunden. 500,0, aber wie genau schafft das denn der Musiker? Darum soll es im Folgenden gehen. Wie genau bleibt denn der Musiker, wie es immer so schön heißt, in der Time? Oder anders gefragt, um wie viel weicht er vom korrekten Zeitpunkt ab? Das kann man anhören, das kann man anschauen. Ich habe ein paar Darstellungen, die die Abweichungen verdeutlichen. Nehmen wir an, 4/4-Takt, das seien die korrekten Viertel zu diesen Zeitpunkten. Und jetzt gibt es Abweichungen. Und weil ich gelegentlich lese, ich würde immer nur von dem männlichen Musiker sprechen, nehmen wir doch mal die Schlagzeugerin, die hier von der Time abweicht, die hier einen kleinen Timingfehler macht. Dieses Viertel kommt eine Idee zu spät. In dem Bild hier unten sind nun die Abstände zwischen den Noten dargestellt, die Dauer dieses Intervalls, und zunächst ist das gleichabständig, äquidistant. Dann kommt hier ein etwas größerer Abstand, der nächste ist etwas kleiner und dann spielt sie wieder in der Time. Dann hat sie wieder alle Viertel genau da, wo sie hingehören. Wenn wir mal annehmen, dass dieser oder diese Musiker oder Musikerin oder das diverse oder was da alles gibt, exakt auf der Time zum Sollzeitpunkt spielt. Eine mögliche Darstellung. Nehmen wir einen anderen Fehler. Hier verpasst der oder die, ich bleibe im Folgenden wieder bei dem Musiker, weil es sonst etwas zu umständlich wird. Da verpasst der Musiker, oft ist es ja ein Schlagzeuger, der die Geschwindigkeit, den Rhythmus vorgibt, ein Viertel. Kommt ein bisschen zu spät, aber ab dann hat er wieder genau den richtigen Abstand und wenn der Zuhörer jetzt nicht sehr aufpasst, merkt er das vielleicht gar nicht. Die anderen Musiker machen mit und dann stimmt doch da wieder alles. Was man auch hier sieht, ein Viertel kommt zu spät und ab dann ist der Abstand wieder korrekt. Würde man jetzt aber ein Metronom mitlaufen lassen, dann würde man merken, oh, jetzt ist ja jedes Viertel neben dem Sollwert. Da gibt es dann noch eine andere Darstellung, die kommt gleich. Bleiben wir zunächst mal bei dieser Intervalldarstellung. Für dieses Beispiel ein Viertel zu spät. Und im letzten Beispiel ändert sich hier schlagartig das Tempo. Ab jetzt werden alle Abstände etwas größer, sind untereinander gleich groß, aber eben jetzt ist dieser Abstand größer als da vorne. Das Tempo ist ein bisschen runtergegangen. Was man hier sieht, äquidistant und ab hier auch wieder äquidistant, aber jetzt eben mit etwas größerem Viertelabstand, also ein bisschen langsamer. Das ist die eine Möglichkeit, wie man es darstellen kann, die Abstände zwischen ausgesuchten Noten. Es könnte natürlich ein Achtel sein oder halbe oder was auch immer. Nun im zweiten Beispiel haben wir hier wieder einen gleichmäßigen Rhythmus. Dieses Viertel kommt zu spät, dann stimmt der Abstand wieder und immer nach dem Einser anscheinend schlaft derjenige. Es ist wieder ein bisschen ein größerer Abstand. Bleibt untereinander wieder gleich und nochmal ein größerer Abstand. Und jetzt haben wir hier eine andere Darstellung, den aufsummierten, kumulierten Fehler. Jetzt geht es nicht mehr um die Abstände dieser Viertel untereinander,
sondern jetzt geht es um die Frage, um wie viel weicht die Note vom Sollzeitpunkt ab. Und das ist hier schon etwas mehr und hier ist der Fehler noch größer. Deswegen geht die Kurve hier runter. Hier bleibt der, sagen wir mal, Schlagzeuger hinterm korrekten Zeitpunkt zurück. Da wird der Fehler noch größer, da wird er noch größer. In den folgenden Darstellungen wird also jetzt der aufsummierte, der kumulierte Fehler dargestellt. Zweites Beispiel. Die ersten Viertel sind korrekt, da ist der Abstand zu groß. Dann merkt der, der hier spielt, oh, ich bin ja neben dem Metronom, korrigiert wieder, dann stimmt es wieder. Und ab hier ist jetzt der Abstand zu klein, was sich in dieser Kurve zeigt. Und im dritten Beispiel findet hier wieder der Tempowechsel statt. Und das bedeutet, dass der Abstand zum korrekten Zeitpunkt jetzt immer größer wird und dementsprechend die Kurve hier nach unten runter geht. Wer jetzt ein bisschen aus der Mathematik kommt, wird sagen, aha, diese beiden Darstellungen kann man ineinander überführen, Differentialintegral. Ja, so ist es. Zwei Möglichkeiten, um Timingfehler darzustellen. Es soll jetzt aber gar nicht zu sehr theoretisch werden, sondern sollen auch praktische Schallbeispiele kommen. Gleich mal Ray Charles, eine Aufnahme von 1981. Dauert ein bisschen. Man kann dann, wenn es zu lang wird, auch nach vorne springen. Wrong. Wrong. You're just wrong, that's all. You didn't see me. You know good and well you didn't see me. I have nothing, mind you, against French food, but you didn't see me in no French cafe. You know better than that. I mean, you know I'm more of a neck bones and collard greens and black-eyed peas and chitlins and corn on the cob and iced tea. I mean, you know that. And besides, I'm not the only one to wear these kind of glasses anyway. Yes. Let me tell y'all what really, you see, I couldn't believe it. I came home the other night. I was expecting to get a warm welcome, you know what I mean? Something nice and warm. And I figure, you know, I'm happy I done won some money. You know, usually when I come back, I gotta say, baby, I didn't do too good. But this time, I felt good, I won. And, you know, I'm all ready, you know? Get into it. Wrong. I mean, I was wrong. Mistake. I opened up the door and got the shock of my life. There was my woman standing in the middle of the floor. You know, she was waiting on me and she started yelling, talking about, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Well, I didn't quite understand at first, you see. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road. Don't treat me so mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. But I guess if you say so, I'm gonna have to pack the things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Jo, das ist, das war Ray Charles. Und da empfehle ich jetzt, nehmen Sie doch mal Schreibzeug. Und schreiben Sie mal auf, was ist Ihnen beim Timing aufgefallen? Und wer jetzt vielleicht sagt, gar nichts, ich habe jetzt auf den Text geachtet, kann es ja vielleicht nochmal anhören. Aufschreiben ist nicht schlecht, denn es wird sich vielleicht bei Ihrer Bewertung im Laufe der Zeit was ändern. Wenn man Hinweise bekommt, merkt man plötzlich, ach so, ja natürlich, genau, da war doch was, hätte ich jetzt gar nicht bemerkt. Und wenn man es vielleicht zwei, dreimal anhört, dann ändert man unter Umständen plötzlich seine Meinung. Und da ist es ganz interessant,
mal zu sehen, was hat man denn beim ersten Mal für eine Bewertung abgegeben. Und deswegen als Vorschlag, schreiben Sie doch mal auf, was fällt Ihnen bei diesen Stücken, die jetzt als Beispiele kommen, beim Timing auf. Es kommt jetzt die Auflösung oder die Auswertung, die Analyse. Wer die noch nicht sehen will, sollte das Video jetzt zurückspulen, zurückgehen an den Start und es vielleicht nochmal anhören. Hier kommt die Analyse. Der gute Ray zieht mit dem Tempo ganz schön auf. Hier stehen die Beats per Minute. Das geht mit ungefähr 91 los und pendelt sich dann so um die 95 ein. Ist das jetzt schon ein Fehler? Hat das überhaupt jeder bemerkt? Meine persönliche Wertung dazu ist, ich empfinde das nicht als Fehler. Der spielt sich halt da so schön langsam warm. Und jetzt können wir hier auch mal Abweichungen anschauen. Da setzt der Chor ein. Und dann pendelt es ein bisschen. Und ich habe Abweichungen vom ganzen Takt gegenüber diesem blauen Mittelwert gemessen. Weil es würde aus meiner Sicht nicht so viel Sinn machen, jetzt hier vorne das Anfangstempo als Referenz zu definieren und dann überall festzustellen, da ist er überall falsch. Ja, das Tempo steigt eben und ich habe da versucht, eine Mittelkurve durch Filterung rauszubekommen. Und auf diese Kurve bezogen stellen wir jetzt fest, tja, da gibt es schon Abweichungen von plus minus 50 Millisekunden. Und sage keiner, naja, der hat die Tasten ja nicht gesehen. Angeblich war er zwar blind, aber nicht taub. Also ich denke, das ist eben typisch, wenn man am Klavier spielt und nebenher noch reden muss und auch noch zuhören muss, was der Chor macht, dann kommt sowas dabei raus. Ich habe noch andere Beispiele. Halten wir mal so in Erinnerung, also bis zu 50 Millisekunden können hier bei einem 2,5 Sekunden langen Takt die Abweichungen durchaus sein. Jetzt gibt es vom Ray Charles Hit the Road Jack auch noch aus einem anderen Jahr, 1963. Und auch das hören wir mal wieder an. Ist das mal ein bisschen andere Besetzung in der Band? Was fällt Ihnen am Timing auf? Gleiche Stück, aber in anderer Besetzung, zu einem anderen Zeitpunkt aufgenommen. Und da gibt es jetzt in der Auswertung doch Unterschiede. Wer nochmal zurück möchte, möge das jetzt machen, denn hier kommt wieder die Analyse. Da habe ich das Gefühl, dass ein Schlagzeuger mitspielt, der entweder überirdisch gut ist oder ein Metronom, einen Klick hat. Denn in dieser kumulierten Viertelabweichung gegenüber dem Metronom mit dieser Geschwindigkeit
findet hier vorne eine winzige Abweichung statt. In dem Bereich ist er ein bisschen langsamer. Dann, so vermute ich, man sieht es leider nicht, dann merkt er, oh, wir hinken ein bisschen hinter dem Metronom her. Dann gibt er wieder Gas. Und hier ist er wieder exakt auf der richtigen Time, auf dem richtigen Zeitpunkt. Spielt er zeitlang sehr präzise und weicht zum Ende hin wieder um 50 Millisekunden ab. Gesamtfehler nach dieser Zeit beim Outro. Und da kann ich mir nur vorstellen, dass ein Metronom mitgelaufen ist. Empfinden wir sowas als falsch? Ich nicht. Ich hätte diese kleinen Abweichungen nicht bemerkt. Nun gut, ich bin auch kein professioneller Musiker. Vielleicht sagt jemand, genau so habe ich das gehört. Ich habe es nicht gehört. Hier sind jetzt die differenziellen Viertelabweichungen. Da ist ein Schlagzeug dabei, da kann man die Viertel relativ gut rausmessen. Und da sehen wir, dass die Abweichungen im Wesentlichen doch innerhalb von plus minus 20 Millisekunden bleiben. Stellenweise ist es sogar etwas weniger. Ja, dann kommen wieder kleine Ausreißer. Also nehmen wir mal an, das waren gut ausgebildete Musiker. Plus minus 20 Millisekunden sind offenbar zu erreichen. Andere Band, jetzt wird es ein bisschen rockiger, die Eagles, Heartache Tonight. Und wiederum anhören, Bewertung aufschreiben. Könnte sein, dass sich die ja im Laufe der Zeit etwas ändert. Wie ist da das Timing zu bewerten? Spielen die exakt? Gibt es hörbare Fehler? Gegebenenfalls nochmal anhören. Hier kommt wieder die Analyse. Das sind die kumulierten, die aufaddierten halbe Abweichungen gegenüber dem Metronom. Ich vermute, da läuft ein Metronom mit. Mit Metronom zu spielen bedeutet nicht, dass man dann automatisch perfekt wird. Das ist gar nicht so einfach, auch das muss man üben. Es bringt im Studio halt Vorteile, wenn alle Musiker, die man vielleicht nacheinander aufgenommen hat, nach Metronom spielen und wenn nicht jeder seine eigene Geschwindigkeit hat, sodass am Schluss nichts mehr zusammenpasst. Also meine Vermutung, Metronom, die kumulierten Abweichungen, Grenzwerte so um die 50 Millisekunden. Und da muss man auch nur sagen, hier ist ein Break. Immer wenn das Gehör einen Bezug zur Musik feststellen kann, da ist jetzt was Besonderes, da geht eine neue Strophe los, da geht ein Solo los, da ist ein Break, dann werden auch größere Abweichungen toleriert. Schlecht ist immer, wenn Schwankungen im Timing völlig unmotiviert passieren. Schauen wir uns mal die differenziellen halbe Abweichungen an. Auch hier von wenigen Ausnahmen abgesehen, innerhalb von plus minus 20 Millisekunden. Ja, das scheint erreichbar und auch eine gute Forderung an Musiker, versucht auf 1/200 Sekunden ranzukommen an den Sollwert. Jetzt zu den Rolling Stones. Größte Liveband oder älteste oder was auch immer, Honky Tonk Women aus einer 1970er Aufnahme. Auch hier anhören und Bewertung aufschreiben. She had to.
outside. It's naked as the day that I will die. The sailors, they're so charming, they're in Paris. Uiuiuiui, wenn da ein Metronom mitgelaufen ist, hat es wohl plötzlich eine stark fiebrige Erkältung bekommen. Aber man muss den Rolling Stones zugute halten, seit damals hatten sie jetzt ja gut 50 Jahre, um noch ein paar Übungsstunden dran zu hängen. Und letztendlich ist alles eine Frage der Bewertung. Es gibt keine falschen Töne, es gibt nur falsche Erwartungen. Schauen wir uns da auch mal die Analyse an, wobei ich mich aufs Wesentliche konzentriere. Da könnte man wohl einiges finden. Das Wesentliche kommt jetzt. Ja, mal als erstes das Tempo. Nicht zu überhören. Sie fangen gemächlich an und dann geht das Tempo rauf beim ersten Chorus, geht wieder ein bisschen runter, geht wieder rauf. Das sind ganz gewaltige Temposchwankungen. Ein Stück weit würde man das sicher akzeptieren. An der Stelle ist es schon sehr extrem und man sieht hier auch ziemlich starke Ausschläge. Das schwankt doch. Hier unten habe ich die Viertelabweichungen gegenüber dem gleitenden Mittelwert, dieses blaue Modell hier, das ich da als Mittelwert reingelegt habe. Und da sieht man, ja, mit 20 Millisekunden kommen wir nicht mehr hin. Ist schon ein bisschen mehr, aber nicht extrem. Ja, gut, da. Aber auch da könnte man sagen, naja, da geht die zweite Strophe los, da ist eben ein bisschen ein retardierendes Moment. Also sagen wir mal so 25 Millisekunden, wenn man diese blaue Kurve als Referenz nimmt. Ich habe noch eine zweite Aufnahme der Rolling Stones. Time is on my side, das klingt doch gut. Das Timing ist auf meiner Seite so in etwa von 1964. Da hatten sie noch nicht ganz so viel Routine. Hören wir da mal rein. You come running, I said you were baby. You come running, I told you so many times.
Nun, was steht auf dem Blatt Papier? Wenn ich mich zurückerinnere, mit der Schülerband haben wir Mitte der 60er Jahre unter anderem auch dieses Stück gespielt. Mir ist damals beim Timing nichts aufgefallen. Später hat sich dann das Gehör verbessert durch die Musik, durch Arbeiten an einem Akustikinstitut. Und dann habe ich gemerkt, das Tamburin, also die Schellen, es könnte auch ein Schellenring sein, das Tamburin, hören Sie noch mal rein, wenn Sie es nicht aufgeschrieben haben, was fällt Ihnen beim Tamburin auf? Für alle die, die jetzt schon die Lösung haben wollen, geht's weiter. Hier kommt die Analyse. Zunächst mal das Tempo. Nun, das schwankt hier ein bisschen um diesen Wert von 67,4 Beats per Minute. Mit dem Solo nimmt schlagartig ab. Und sage keiner, Keith Richards konnte halt nicht schneller spielen. Er konnte einiges nicht. Einiges konnte er sogar, aber ich glaube nicht, dass daran lag, dass er die Geschwindigkeit nicht geschafft hat. Es ist halt einfach so und am Schluss wird es dann nochmal langsamer und dann wird es wieder ein bisschen schneller. Also da wird schon deutlich mit dem Tempo gespielt, drücken wir es mal so aus. Sieht man sich die differenziellen Änderungen an, dann merkt man wieder, ja, da werden die 50 Millisekunden so knapp erreicht. Verglichen mit den Eagles merkt man hier doch etwas größere Abweichungen. Jetzt kommt aber das Tamburin. Ich habe hier Tamburin angenommen, also so ein Ding, ob jetzt da ein Fell drauf war oder nicht, wäre egal, es geht um die Schellen. Und gegenüber das Näher merkt man da starke Abweichungen. TB Leads heißt das Tamburin, das heißt also die Schellen kommen früher als die Snare und zwar um ja, bis zu 140 Millisekunden. Aber nicht gleichmäßig, sondern mal sehr früh, dann wieder weniger, sogar mal kurz etwas zu spät, dann wieder zu früh. Und was mich dabei stört, ist diese Regellosigkeit, dass man keinen Grund erkennt, warum da so starke Unterschiede sind. Und wenn es mal über 50 Millisekunden rausgeht, dann sind diese Abweichungen hörbar. Und was auch noch dazu kommt, das Tamburin wird zweimal angeschlagen, es sind zwei Schellenschläge zu hören und die unterscheiden sich mal mehr, mal weniger, mal mehr, mal weniger und alles das hinterlässt bei mir keinen so guten Eindruck. Wer diese Unterschiede und diese Tamburin-Geschichte nicht gehört hat, könnte sich es ja nochmal anhören. Das ist ein Beispiel, wo man schon damals sagen musste. Genau. Jetzt geht's weg von den Musikbeispielen, ein bisschen mehr zur Wissenschaft. Es gibt verschiedene Auswertungen, Analysen, Arbeiten, Studien über Timing. Eine Arbeit aus der Akustika, Instrumentalensemble, es geht hier um Streicher, die spielen Trio. Und da wird bei der Analyse festgestellt, sie sollten gleichzeitig anfangen und haben Abweichungen so von 30 bis 50 Millisekunden. Das deckt sich auch mit meinen Analysen. Also wenn man in diese Gegend von den 30 Millisekunden kommt, dann ist es schon akzeptabel. 50 Millisekunden und vor allen Dingen mehr, würde ich sagen, sollten es dann nicht mehr werden. Jetzt könnte man noch als einen Grund anführen, naja, manchmal stehen die Musiker ja ziemlich weit voneinander entfernt. Also gerade bei großen Orchester ist das sicher ein Problem. Ein Meter Abstand gibt 3 Millisekunden Schalllaufzeit, Delay. Deswegen braucht es einen Dirigenten, an dem kann man sich dann visuell orientieren. Bei einer Band könnte man ja sagen, man schaut auf den Schlagzeuger, die Snare-Schläge sieht man vielleicht und dann ist da keine Verzögerung, die Lichtgeschwindigkeit ist ausreichend hoch.
Die Schallgeschwindigkeit mit so ca. 340 Meter pro Sekunde könnte unter Umständen bei großen Abständen schon ein Problem werden. Was sagt die Wissenschaft zu den Timing-Abweichungen? Wie könnte man die messen? Da gibt es verschiedenste Versuche. Man kann zum Beispiel breitbandige Schalle nehmen und dann durch spezielle Filter in einem bestimmten Frequenzbereich eine reine Laufzeitverzögerung machen. Gruppenlaufzeitverzögerung über Allpässe. Da gehe ich jetzt nicht im Detail ein. Ich nehme ein anderes Beispiel. Man nimmt Bursts. Ein Burst ist ein kurzer Ausschnitt aus einem Sinuston. Diesen blauen Burst wiederholt man regelmäßig in gleichmäßigem Abstand. Und dann setzt man einen roten Burst dazu, der auch untereinander gleichabständig ist, aber bei Bedarf jetzt gegenüber der Sollzeit verschoben werden kann. Und dann befragt man die Probanden, die Versuchspersonen und Personinnen, ob sie denn da einen gleichmäßigen Rhythmus hören oder einen ungleichmäßigen. Und lässt sie dann diesen roten Burst-Puls, müsste man es nennen, weil es ja periodisch wiederholt wird, diesen roten Burst-Puls zeitlich so verschieben, dass sie glauben, ja, jetzt ist der Rhythmus gleichmäßig und dann kann man ja die objektiven Abweichungen messen. Und besonders interessant, wenn man dann die Dauer dieser Bursts unterschiedlich macht, dann gibt es auch sehr interessante Ergebnisse. Hier sehen wir jetzt mal so einen roten verschobenen Burst. Ausführliche Untersuchungen, zum Beispiel im Buch von Fastel-Zwicker. Da gibt es die Hüllkurve von so einem Signal. Hier hat man 3 kHz Töne genommen, das ist die Hüllkurve. Und dann konnte der zweite, bei mir rot gezeichnete Verlauf, auch noch in seiner Länge verändert werden. Und da stellt sich dann zum Beispiel raus, wenn die beiden Bursts nicht gleich lang sind, gibt es schon mal von Haus aus eine signifikante Abweichung. Und wenn jetzt die Hüllkurve eine besondere Form hat, wie hier gezeigt, dann gibt es auch signifikante Abweichungen. Deswegen ist es nicht immer einfach so, dass man jetzt hinterher im Studio sagt, der stimmt nicht ganz, den schieben wir jetzt dahin, dass er mit seinem Beginn ganz exakt auf dem richtigen Zeitpunkt liegt. Es ist schon auch immer gut, wenn man noch zusätzlich das Gehör mitverwendet und sich nicht nur auf den Bildschirm verlässt. Wieder ein paar Beispiele zum Timing. Ich spiele die einzelnen Schalle zunächst mal vor, danach kommt wieder die Auflösung und wer möchte, kann ja wieder die schriftliche Bewertung festhalten. Das sind zwei periodisch wiederholte Bursts, blau und rot, im ersten Beispiel exakt und dann mit 5, 10, 20 Millisekunden Delay, beginnen also hier zu spät, hier unten im Beispiel 2 mit etwas höherem Tempo gespielt. Untersuchungsergebnisse hierzu. Wenn die Wiederholzeit, also dieser Abstand von zum Beispiel den blauen Bursts, kleiner 200 Millisekunden ist, das dann schon sehr schnell, dann liegen die Abweichungen, die Versuchspersonen typischerweise produzieren, bei 6 bis 8 Millisekunden. Und wenn die Zeiten größer werden, das ist eher der für übliche Musik normalerweise verwendete Bereich, dann liegen wir so bei 3 bis 6%.
Wenn das hier 1000 Millisekunden, eine Sekunde wäre, wären wir bei 50 Millisekunden. Also auch eine Größenordnung, wie wir sie gerade gesehen haben. Neues Beispiel. Gibt es da auch Abweichungen? Wenn ja, was weicht ab? Hier sehen wir es. Der achte Ton kommt 30 Millisekunden zu spät. Hier ändert sich die Tonhöhe. Der hohe Ton kommt 20 Millisekunden zu spät. Und da unten, das zweite Viertel, wenn man einen Viervierteltakt annimmt, kommt im ersten Beispiel 20 Millisekunden, im zweiten Beispiel 10 Millisekunden zu spät. Also auch da kann man wieder die Zeiten ein bisschen einschätzen, ob man die hört und wie stark man diese Abweichungen subjektiv jetzt zur Kenntnis nimmt. Ein zunächst mal letztes Beispiel im Dreivierteltakt. Da gibt es nun durchaus verschiedene Bewertungen. Da könnte man sagen, ein Walzer muss exakt drei gleich lange Viertel haben. Man könnte aber auch zu der Bewertung kommen, dass diese Viertel auch ein bisschen abweichen dürfen. Das ist dann subjektiv. Da darf jeder selbst entscheiden. Nun zu einem speziellen Rhythmus zum Shuffle. Anstatt einen Notenwert in zwei gleich lange Zeitabschnitte aufzuteilen, wie wir am Anfang gesehen haben, binär oder gerader Takt, wird bei der ternären Rhythmik eine Dreiteilung vorgenommen. Das Mittel, diese Dreiteilung unabhängig von der Taktart zu notieren und sprachlich zu erfassen, ist die Triole. Im Gegensatz zu anderen ternären Rhythmen werden im Shuffle zwischen den betonten Beats, in der Regel zwischen den Viertelnoten, nicht zwei unbetonte Noten gespielt, sondern nur eine, wie im binären Rhythmus. Da gibt es nun unterschiedliche Arten, wie man das zum einen spielen kann, aber auch wie man es notieren kann. Ich gehe auch hier gleich mal wieder auf Beispiele. Das erste Beispiel ist jetzt die ganz exakte Teilung, so wie man es hier sehen würde. Dieses Viertel ist genau doppelt so lang wie das Achtel.
Wenn wir uns mal die beiden betrachten, haben wir hier zwei Drittel, ein Drittel. Und das Ganze wird dann hier wiederholt. Das wäre der Lehrbuchshuffle. Aber man muss das nicht exakt so spielen. Man könnte den Shuffle unter Umständen wiederum subjektiv, der eine sagt ja, der andere sagt nein, wahlweise mit diesen Teilungen spielen, wobei der letzte dann sicher kein Shuffle mehr ist, da sind wir dann beim geraden Rhythmus. Aber derartige Abweichungen, warum nicht? Da ist es jetzt halt wichtig, dass alle Musiker den Shuffle gleich empfinden, gleich interpretieren. Wenn jetzt einer sagt, mein Shuffle hat diese 60% Teilung und ein anderer sagt, meiner hat 70% Teilung, dann kann das unter Umständen irgendwann mal falsch klingen. Es mag durchaus Sinn machen, wenn man individuelle Abweichungen betont, mal die 1 vorzieht, immer ein bisschen Idee zu früh spielt oder auch zu spät. Das kann stilistisch durchaus interessant werden. Ich sage jetzt nicht, jeder Ton muss exakt da sitzen, wo er mathematisch hingehört. Wir haben ja schon den Rechenschieber Jazz und wir brauchen jetzt nicht den Rechenschieber Shuffle. Da darf man durchaus etwas abweichen und es belebt das Musikstück, wenn die einzelnen Interpreten da ein bisschen um die Time rum spielen. Es darf halt nicht zu viel werden. Und das lässt sich mathematisch gar nicht so leicht erfassen. Da ist immer noch ganz gut, wenn man das Gehör einschaltet und bewertet, das geht noch, das geht nicht mehr. Die drei Shuffle-Varianten hier nochmal im Überblick. 95 BPM gibt für diesen Abstand 632 Millisekunden. Die Zweidrittel-Variante würde ich als Standard sehen. Hier zwei Drittel, dann ein Drittel, dann wiederholt sich es wieder. Die verlängerte Variante 70%. Gibt in diesem Fall eine Verzögerung dieses Impulses um 21 Millisekunden und bei 60% geht es um 42 Millisekunden vor. Die kurzen Impulse, die man hier sieht, das ist der Klick, in dem Fall einfach ein kurzer Ausschnitt aus dem Sinuston, die hören wir uns mal an. Und damit es ein bisschen praxisnäher wird, gleich mal eine Gitarre. Und das Ganze gleich nochmal. Ist jedem aufgefallen, dass das gar nicht dasselbe war? Dass das zwei verschiedene Aufnahmen waren mit durchaus sichtbaren Timing-Unterschieden. Ja, das Gehör und das Auge, zwei verschiedene Sinnesorgane. Hier oben die objektive Darstellung, exakt Zweidrittelteilung. Und hier drei verschiedene Gitarrenaufnahmen. Ohne großen Aufwand eingespielt von einem Gitarristen, der nicht gerade für große Präzision bekannt ist. Hören wir uns die drei mal an. Sieht auf alle Fälle Unterschiede. Hier zum Beispiel. Der Ton kommt ein bisschen zu früh und der kommt ein bisschen zu spät. Hören wir es nochmal an. Möge nun jeder selbst entscheiden, ob das falsch ist oder gerade noch akzeptabel oder ob das okay ist.
für die beiden Abweichungen von der Norm, für die 60- und 70%-Variante. Ich habe jetzt verschiedene Aufnahmen gemacht. Zieht sich jetzt ein bisschen in die Länge. Wer das überspringen will, hier gibt es die Zieladresse. Die Strat, einmal mit dieser 60%-Teilung, einmal mit der 70%-Teilung, wahlweise mit oder ohne Klick, über Kreuz oder zusammengehörend. Zunächst mal die Strat alleine. Dann die Strat mit dem zugehörigen Klick. Und als letztes jetzt über Kreuz. Ich merke da schon, dass nicht so ganz passt. Da könnte es jetzt aber durchaus sein, wenn noch diverse andere Musiker dabei sind, dass man diese Unterschiede dann vielleicht gar nicht mehr so deutlich merkt. Was besonders wichtig ist und worauf ich hinweisen möchte, so eine Notierung soll jetzt nicht so interpretiert werden, dass man nur diese Noten spielen darf, diese Notenwerte. Und man wird ja auch nicht immer auf derselben Tonhöhe spielen, nur weil die Noten da alle gleich hoch sind. Natürlich können da Zwischennoten eingefügt werden, so wie es auch bei diesen Beispielen gerade zu hören war. Jetzt noch eine ganz andere Rhythmik, die gerade Teilung. Der Unterschied ist eigentlich prozentual gesehen gleich, von 50 nach 60 und von 60 nach 70% sind es jeweils 10%. Ich meine, da gibt es aber trotzdem einen ganz wesentlichen Unterschied. Hören wir uns die mal an. Zu dieser 50%-Teilung, zu diesem geraden Viervierteltakt, hier mal die Zeitfunktion, wo man sieht, oh, da war er immer, meistens, nicht immer, aber meistens, ein bisschen zu früh dran. Da würde man jetzt streng nach dem Bild gehen, könnte die Meinung kommen, ja, das muss man alles korrigieren, das ist ja zu früh. Wiederum möge jeder und jede selbst entscheiden. Tja, und jede. Da fällt mir ein, als ich noch an der Regensburger Hochschule war, kam eines Tages die Verwaltung mit der freudigen Nachricht, wir haben eine neue Stelle geschaffen, eine Genderbeauftragte. Und die hat dann auch sich gleich mit einer E-Mail vorgestellt und hat gesagt, schreiben Sie mir doch, wenn Sie Ideen haben. Ich habe ja dann auch gleich geschrieben, in meiner Mail stand dann drin, dass ich doch sehr überrascht bin. Eines Teils fehlen ein gutes Dutzend Planstellen für Laboringenieure. Andererseits schafft die Hochschule eine Stelle für eine Genderbeauftragte, die dann mit guten Ratschlägen kommt. Schreiben Sie nicht mehr die Studenten? Sind ja auch Studentinnen dabei? Ja, in der Elektrotechnik-Vorlesung gab es alle paar Semester tatsächlich mal eine Studentin. Und wenn ich so zurückdenke, ich glaube, in einem Semester waren es auch mal zwei Studentinnen. Und insofern, ja, schreiben Sie nicht Studenten, sondern Studierende. Das hieße in unserem Fall hier jetzt nicht Schlagzeuger, sondern Schlagzeugende. Lassen wir dieses Thema und gehen wieder zurück zum Timing. Die Gitarre kommt hier ein bisschen zu früh an einigen Stellen. Und daraus könnte jetzt der Wunsch erwachsen, dass man das Ganze doch etwas verschiebt, was bei Pro Tools ja ganz einfach geht. Here you are. Jetzt
ist diese Gitarrenspur einfach um 45 Millisekunden nach hinten geschoben. Verzögert. Hören wir uns die mal an. Im Vergleich. Das sind jetzt immerhin 45 Millisekunden. Und da könnte jetzt noch eine andere Frage kommen. Ja, was denn jetzt? Auf 10 Millisekunden genau spielen? Oder ist letztendlich egal, wenn da diverse zig Millisekunden Abweichungen bestehen? Ich nehme da mal einen Experten zu Hilfe. Ich zitiere jetzt visuell aus einem Buch von Sikora. Er schreibt hier sehr schön, was da an Besonderheiten gibt. Das lese ich jetzt nicht vor. Wer sich dafür interessiert, kann ja versuchen, das Buch zu kaufen oder diese paar Seiten hier durchzulesen. Meine ganz persönlichen Timinggrenzen sehen folgendermaßen aus. Da gibt es die aus psychoakustischen Versuchen bekannten 2 Millisekunden. Kürzere Zeiten kann das menschliche Gehör praktisch nicht auflösen. Wenn man viel trainiert, kommt man noch ein bisschen drunter. Blauer Laufs haben da was veröffentlicht, aber als Richtwert 2 Millisekunden. Nur, das gilt für psychoakustische Laborexperimente, für Musik hat das keine Bedeutung. Dann kommt eine Grenze bei ungefähr 20 Millisekunden. Ab da, glaube ich, wird es so schön langsam für die Musik interessant. Das heißt, nun nicht ab 25 oder ab 21 Millisekunden hört man dann Fehler. Das heißt, ab dieser Größe kann es in Einzelfällen sein, dass man mal Timing-Abweichungen raushört. Und dann kommt eine dritte Grenze so bei ungefähr 50 Millisekunden. Und ab da wird es dann kritisch. Da treten entweder Effekte auf, die der Musiker gewollt so platziert hat, oder es kommen Fehler, die man dann nicht mehr akzeptieren möchte. Und bei diesen 50 Millisekunden gibt es noch eine weitere interessante Grenze, dazu gleich ein Beispiel, aber erst noch der Hinweis, es geht bei dem ganzen Video nicht um Latenz. Latenzen treten auf, wenn ein Audiosignal, also in unserem Fall ein Gitarrensignal, durch eine Signalverarbeitungsanlage durchgeschickt wird, die üblicherweise dann digital ist, zeitdiskret. Das geht schon los bei den Eingangstiefpässen, dazwischen können auch noch Ausgangstiefpässe sein oder Optokoppler. Wenn diese Tiefpässe linearphasig sind, verursachen sie schon mal Laufzeiten. Der Signalprozessor braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, um rechnen zu können. Eventuell werden mehrere Systeme durchlaufen und das Ganze führt dann zu einer Verzögerung des Gitarrensignals, dass der Gitarrist bemerkt, wenn die Verzögerung zu lang wird. Latenzen können unter Umständen stören, während man spielt. Darum geht es hier bei diesem Video also nicht. Es geht um Timing-Abweichungen. Und dazu ein kleines Beispiel wieder. Es ist wiederum ganz interessant, sowas mal aufzuschreiben, die Bewertung zu notieren, weil es sein könnte, dass man in dem Moment, wo man weiß, worum es geht, dann die Entscheidungskriterien, die Bewertungskriterien ändert und vielleicht nie mehr in den vorherigen Zustand kommt. Madonna wusste das auch schon. Like a virgin, und so weiter. Was ist hier zu hören? Ein Beispiel. Und gleich nochmal. Ein Ton, nicht ganz falsch. Achten Sie mal drauf, ob es da Änderungen gibt. Und weil es vielleicht ein bisschen einfacher ist, dieser Schall. Ja, bemerkt.
Ich mache es ganz deutlich. Und dann nochmal extrem. Und dann nochmal den. Und das erste Beispiel. Hier geht es um die Objektgruppierung. Da startet zunächst ein Ton, den man besser als harmonisch komplexen Klang bezeichnen müsste. Einen Klang, der aus einzelnen Teiltönen besteht, deren Frequenz vielfach zu einer gemeinsamen Grundfrequenz ist. Das hier ist der Grundton. Das würde man als erste harmonische bezeichnen. Dann kommt die zweite, die dritte fehlt, die vierte, die siebte, die achte. Nach einer bestimmten Verzögerung kommen dann nochmal drei Töne dazu, die aber ebenfalls in dieses Raster passen. Und die Frage ist nun, hören wir einen Ton? Denn wenn man da hinten schauen, würde man ja sagen, das sind jetzt alles Teiltöne, die in einem harmonischen Verhältnis stehen, ganzzahlig vielfach zur Grundfrequenz. Ja, das ist ein Ton. Aber die Teiltöne beginnen zum verschiedenen Zeitpunkt, zum Beispiel nach 0,1 Sekunde, das wäre der hier. Oder eben nach 50 oder 25 Millisekunden, die Verzögerung ist hier variabel. Und da passiert nun Folgendes, wenn die Verzögerung zu kurz ist, fasst das Gehör alles zu einem akustischen, auditiven Objekt zusammen. Erst wenn die Verzögerung länger wird, dann werden daraus zwei getrennte Objekte, die aber unter Umständen nach einer gewissen Zeit wieder zu einem Objekt verschmelzen, weil das Gehör feststellt, ach so, das ist ja alles ein Vielfaches vom Grundton, das gehört ja zusammen. Für diese Objektgruppierung gibt es verschiedene Gesetze, zum Beispiel das Gesetz des gemeinsamen Schicksals, Rule of Common Fate, und ähnliche. Das würde jetzt hier wieder ein bisschen zu weit führen und auch vom Timing etwas weggehen. Aus einem Psychoakustik-Workshop habe ich noch ein paar Beispiele in aller Schnelle. Wiederum so ein harmonisch komplexer Klang mit einzelnen Teiltönen. Und da wird nun der dritte, sechste und neunte Teilton nach einiger Zeit frequenzmoduliert. Zunächst hören wir einen Ton, der aber dann in zwei Töne zerfällt, weil das Gehör plötzlich entdeckt, ach, anscheinend gehören die drei zusammen, gemeinsames Schicksal, sie werden gemeinsam moduliert. Das ist ja ein anderer als der Rest. Hören wir uns den mal an. Und auch hier gibt es ein gemeinsames Schicksal für diese drei Teiltöne, die werden nämlich hier für eine kurze Zeit lauter. Und dann noch ein abschließendes Beispiel. Über der Zeit verschiedene Teiltöne. Und das Auge tut sich hier schwer zu erkennen, wie wird das denn jetzt klingen. Für eine derartige Analyse ist unser visuelles System nur sehr bedingt brauchbar. Für das Gehör ist das gar kein Problem. Das sind zwei komplexe Töne mit unterschiedlicher Tonhöhenfolge. Hier habe ich mal den absteigenden Ton frequenzmoduliert und plötzlich kann auch das Auge ganz klar sagen, ach so, da gehört das zusammen und das absteigende klingt so. Wiederum Objektgruppierung, harmonische Teiltöne gehören wahrscheinlich zusammen. Die Wahrscheinlichkeit wird erhöht, wenn die gleichzeitig beginnen und ihre Frequenz auch immer zum selben Zeitpunkt ändern. Und frequenzmodulierte Teiltöne gehören offenbar auch zu einem Objekt, gehören zusammen, wenn die Modulationsfrequenz und der Modulationsfrequenzhub zusammenpassen. Noch ein Beispiel, der verlorene Sohn, der dann wiederkommt. Man sollte dieses Beispiel mit Kopfhörer abhören.
Denn bei Lautsprecherwiedergabe könnte es leicht sein, dass der wesentliche Teilton, diese fünfte harmonische, durch Raumresonanzen verändert wird. Deswegen einen guten Kopfhörer verwenden. Zunächst hört man einen Ton, also einen Klang müsste man sagen, der aus einzelnen harmonischen Teiltönen besteht. Dann wird einer dieser Teiltöne abgeschaltet, die Klangfarbe wird ein bisschen hohler und dann wird dieser Teilton wieder dazugeschaltet. Und jetzt plötzlich hört man diesen einzelnen Teilton eine Zeit lang heraus. Es ist die Terz, die Dur-Terz, es ist der fünfte Teilton in diesem harmonischen Spektrum. Und das Ganze auch nochmal eine Oktave höher. Man sieht hier das Spektrum. Zunächst sind hier die harmonischen mit gleicher Stärke vorhanden. Dann ändert sich's hier. Dieser fünfte Teilton, 1, 2, 3, 4, 5, fehlt. Da ist da das Spektrum. Und danach geht es wieder zum Originalspektrum zurück. Man hört aber dann eine Zeit lang diesen fünften Teilton heraus. Und das zeigt eben auch als ein sehr schönes Beispiel, unsere auditive Wahrnehmung lässt sich nicht einfach mit einem Spektrum beschreiben. Der Klang hier ist ein anderer als hier, obwohl in beiden Fällen die Spektren identisch sind. Das Gedächtnis spielt da schon auch eine Rolle. Jetzt geht es aber wieder mehr zurück zu Timing, Groove, Kultur, Unterricht vom Herrn Klingmann. In diesem Zusammenhang ein schöner Name. Beim Swing hat er Untersuchungen gemacht und zitiert aus Arbeiten verschiedener Autoren, die zu dem Ergebnis kommen. Bei Swing ist das prozentuale Verhältnis, das hier Swing Percentage genannt wird, und das ich mit 2/3, 70%, 60% in meinen Beispielen angenommen habe, 75-78% bei Tempi zwischen 100 und 150 BPM. Und wenn es darüber hinausgeht, 150-170, dann sind es 69-74%. Diese Prozentzahlen deuten darauf hin, dass man noch etwas extremer von dieser 2/3-1/3-Teilung abweicht. Dass also hier dieser Impuls noch etwas weiter nach hinten geschoben wird beim Swing. Swing ist nicht identisch mit Shuffle. Da gibt es Ähnlichkeiten, aber das ist keine vollständige Identität. Es gibt schon Unterschiede. Solisten haben kleinere Prozentwerte als Schlagzeuger. Solisten spielen die Downbeats verspätet. Diese kleineren Prozentwerte kommen jetzt nicht dadurch zustande, dass diese Verzögerung, die hier gegenüber dem binären Rhythmus auftritt, etwas zurückgenommen wird. Die Upbeats entsprechen der Snare, aber hier vorne bei den Downbeats sind die in diesen Analysen untersuchten Solisten etwas später. Sie spielen die Downbeats verspätet. Ja, hier stimmt es dann wieder mit dem Schlagzeug überein und dann ist er wieder ein bisschen hinten dran. Das können dann schon leicht 50 und auch ein paar zig mehr Millisekunden sein. Da spricht man dann allerdings nicht mehr vom Fehler, sondern das ist gewollt. Da geht es dann Richtung Laidback. Und da gibt es dann bei komplizierteren Rhythmen eine Vielfalt an Möglichkeiten, die den von mir gewählten Rahmen bei weitem sprengen würden. Es macht ja auch einen großen Unterschied, ob man in der Rockmusik ist oder im Jazz. Wenn der Rockschlagzeuger auch mal mit dem Jazz-Ensemble spielen muss und die sagen ihm, du spielst aber komisch, dann kann der natürlich leicht sagen, pah, das ist das berühmte Keith Moon Timing. Da können dann meistens die Jazzer nicht mehr mitreden. Andererseits kann sich aber auch der Jazz-Schlagzeuger leicht rausreden, wenn er mit der Rockgruppe spielen muss und sagen, das ist die berühmte Tony Williams-Frasierung. Oder
das ist streng nach Jeff Watts. Mit dem Hinweis, nein, nicht Charlie Watts, Jeff Watts. Nun ja, es gibt auch immer andere Ergebnisse. Zum Beispiel hat er hier keine Tempoabhängigkeit gefunden, also nicht so wie hier oben. Seine Ergebnisse mit 70% passen allerdings da auch wieder so in etwa dazu. Ein weites Feld, das auch noch von anderen beackert werden muss. Ich komme auf den Anfang zurück, auf das Tempo. Da habe ich vor kurzem bei einer Session Aufnahmen gemacht und nachbearbeitet und war der Meinung, eines dieser Stücke ist ein bisschen zu schnell. 120 BPM erschien mir zu schnell. Und wenn man mit der Software am Rechner die Geschwindigkeit sehr leicht ändern kann, wohlgemerkt ohne die Tonhöhe zu verändern, der Signalprozessor interpoliert da, verändert die Dauer, also das Tempo ohne die Tonhöhe zu verändern, habe ich gedacht, ich gehe im Tempo mal ein bisschen runter von 120 auf 110. Überraschenderweise war mir das dann viel zu langsam. Für mich die Erkenntnis, da geht es schon um einige wenige Prozent. Am Schluss habe ich dann das Tempo von 120 BPM auf 117 reduziert und war der Meinung, jetzt gefällt es mir besser. Wer das anhören will, in einigen Wochen, wird noch ein bisschen dauern, gibt es auf der Homepage dann den Link zu dieser Session. Vorerst gibt es nur einen kurzen Trailer. Are you coming in, my friend, if it makes you feel alright? I can do anything, my friend, if it makes you feel alright. So I don't care to... Are you coming in, my friend, if it makes you feel alright? I can do anything, my friend, if it makes you feel alright. My friend, if it makes you feel alright, I can't feel.